Ja, wir waren heute mit unserer Gruppe an der Grenze zu Indien gewesen, hier in Bangladesch, und sind eingeladen worden von einer Dorfgemeinschaft, bei denen vorbeizugucken. Diese Dorfgemeinschaft bzw. das Reisprojekt in dieser Dorfgemeinschaft wird unterstützt von Miserior. Wir haben mit den Bauern reden können, die uns mitteilten, wie schwierig die Situation ist, Reis zu kultivieren, wie anstrengend es ist und wie sie sich aufgemacht haben, alte Reissorten wiederzuentdecken und Reis so zu entwickeln, dass er optimal auf die Böden passt. Und das ist auf der einen Seite ein sehr kleines, aber auch sehr fruchtbares Projekt, weil sie damit für ihr eigenes Auskommen sorgen können. Sie bleiben Bauern, sie werden nicht zu Angestellten von irgendwelchen großindustriellen Firmen, die halt Industriereis hier gerne verkaufen wollen und Monokulturen hochziehen wollen. Und so konnten wir halt heute erfahren und werden das sicherlich gleich auch noch im Gottesdienst erfahren, wie gut es ist, wenn es eine starke Gemeinschaft gibt, die sich gegen Strömungen zur Wehr setzt, wo der Einzelne und wo die Menschen nichts mehr wert sind. Mich hat besonders die Zähigkeit beeindruckt, mit der man über Jahre dranbleiben muss, bis die Reispflanze so kultiviert ist, dass sie wirklich brauchbar ist und dass sie wirklich als eigene neue Reissorte zugelassen werden kann. Das dauert Jahre. Und da jahrelang dran zu bleiben, das fällt uns ja in unserer Kultur immer schwerer. Und jahrelang darauf zu vertrauen, dass das der beste Weg ist, für ihre Familien, für ihre Kinder, in eine lebenswerte Zukunft zu gehen.